begrüße Sie im Namen der Organisatoren ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Flucht, Migration und Integration. Mein Name ist Siegfried Nagel. Ich bin Direktor des Instituts für Sportwissenschaft und habe mich in mehreren Projekten mit der Frage der Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund in Sportvereine beschäftigt. Nun aber direkt zu unserer ersten Referentin. Ich möchte Sie vertraut machen mit Dr. Caroline Rapp. Sie ist wissenschaftliche Assistentin am Institut für Politikwissenschaft und trägt heute, das kommt dann gleich hier, zum Thema soziale Distanz und Toleranz gegenüber Immigranten in der Schweiz vor. Die Frage, die damit verbunden ist, kann wachsende Diversität Toleranz fördern oder verhindern? Also sie geht auf die Ambivalenz von Integration, gelebter Integration ein. Caroline Rapps Interessenschwerpunkte in der Forschung sind Immigration und Integrationsforschung, Fragen zur Jugendarbeitslosigkeit und ganz vieles betrachtet sie auch in einem aktuellen EU-Projekt jeweils im europäischen Vergleich. Wir sind alle gespannt auf den Vortrag und ich würde Sie bitten zum Ablauf noch. Wir machen zunächst, ich glaube, das ist Usus, die beiden Vorträge, jeweils etwa 30 Minuten. Nur wenn ganz dringende Fragen offensichtlich sind, direkt nach dem Referat und dann anschließend, Sie sehen es hier aufgebaut, gibt es eine etwa 30-minütige Diskussion, wo Sie dann dran sind und Fragen stellen dürfen, in die Diskussion eintreten können. So, voilà. Ich darf Sie bitten. Ja. Danke vielmals. Danke vielmals für diese Einführung und auch an Sie, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, obwohl das Wetter so gut draußen ist. Heute ist die letzte Veranstaltung dieser Veranstaltungsreihe von Flucht, Migration und Integration. Und wir werden uns heute ein bisschen mehr mit dem Thema der Integration beschäftigen. Wenn Sie den Titel meines Vortrags anschauen, fragen Sie sich vielleicht, was hat das jetzt mit Integration zu tun? Es hat eigentlich, was ich Ihnen heute präsentieren werde, vor allem etwas mit der Einstellung gegenüber Immigranten zu tun. Das ist aber ein wichtiges Element, um Integrationspolitiken effektiv zu gestalten. Wir müssen wissen, wie denkt die Bevölkerung über Immigranten, über Flüchtlinge, über verschiedene Gruppen von Immigranten und was kann die Politik, aber eben auch die Gesellschaft dazu tun, dass sie besser integriert werden. Im Konkreten werde ich heute drei Punkte besprechen. Das ist zum einen erstmal die Frage, was ist Toleranz überhaupt? Wie sieht die Toleranz in der Schweiz aus? Ist es wirklich so schlecht um die Toleranz gestellt, wie oftmals gesagt wird, wie das gerne in den Medien hochgepusht wird? Oder ist es vielleicht doch alles besser? Dann eigentlich mehr oder weniger zum Kern meines Vortrages, der Frage nachgeht, was wachsende Diversität mit Toleranz zu tun hat. Es gibt da das einfache Stichwort, was wir immer wieder hören, das ist Dichtestress. Gibt es diesen Dichtestress überhaupt? Oder kann eigentlich letztendlich Diversität und eine vermehrte Immigration auch dazu führen, dass wir positivere Einstellungen haben? Dazu möchte ich dann eingehen. Und als letzten Punkt geht es darum, es gibt nicht nur eine Gruppe von Immigranten. Also man sieht es immer wieder, es wird immer diverser in der Gesellschaft. Ein Immigrant ist nicht gleich dem anderen, sondern wir haben unterschiedliche Gruppen, wir haben unterschiedliche soziale Distanzen, kulturelle Distanzen und eine unterschiedliche Wahrnehmung von diesen Gruppen. Doch zuerst geht es um die Frage, warum brauchen wir überhaupt Toleranz? Warum haben wir eigentlich überhaupt diese Veranstaltung hier? Wenn Sie schon öfters hier waren, wissen Sie ganz sicherlich, dass das Thema unglaublich relevant ist. Und wir brauchen in der heutigen Gesellschaft Toleranz, weil wir immer wieder sehen, die Gesellschaft wird diverser. Es gibt unterschiedliche Einstellungen. Es gibt eine parallele Individualisierung der Gesellschaft. Es gibt vor allem das Problem, dass unterschiedliche Kulturen und Einstellungen aufeinandertreffen. Durch diese parallele Individualisierung haben wir unterschiedliche Gruppen, die ihre Meinungen auch gerne vertreten, ihre Einstellungen und auch ihre Werte vertreten. Und in diesem Zusammenhang kommt es oft zu einem Konflikt über bestimmte Werte oder durch verschiedene Kulturen. Aber gleichzeitig
können wir uns auch vorstellen, dass diese Diversität einen positiven Effekt hat. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen gerne nebenan zum Italiener essen, am nächsten Abend gerne zum Libanesen oder gehen zu einer interkulturellen Veranstaltung, weil Sie das interessant finden, weil die Diversität eigentlich das Leben auch bereichern kann. Also haben wir diese zwei Parallelen. Auf der einen Seite kann es zu Konflikten kommen, auf der anderen Seite ist es eine Bereicherung der Gesellschaft. Die Gesellschaft heute ist aber durch diese Diversität, gibt es die Problematik des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der immer weiter auseinanderfällt, durch beispielsweise die Diversität. Deswegen brauchen wir ein Mittel wie die Toleranz. Toleranz kann im Gegensatz zu anderen Dingen Brücken bilden. Also es geht darum, dass wir Diversität haben, wir etwas vielleicht gegen diese Diversität haben, aber wir trotzdem irgendwie damit zurechtkommen. Also heute geht es vor allem darum, die Diversität nicht aus der Welt zu schaffen oder Abneigungen nicht aus der Welt zu schaffen, sondern eher um die Frage, wie geht man damit um? Wir brauchen also ein brückenbildendes Element, das diese Diversität aufleben lassen kann. Zur Toleranz konkret. Was ist das überhaupt? Sie haben sicherlich alle schon einmal über Toleranz gelesen. Es gibt Toleranzgrenzen, hören wir sehr häufig. Es gibt bei Tempoüberschreitungen Toleranzgrenzen. Es gibt in der Physik Grenzen der Toleranz. Es gibt aber auch vor allem in der Medizin. Jeder hat seine eigene Schmerzgrenze. Das ist die Toleranz. Wie viel Schmerz kann man eigentlich aushalten? Dieses Beispiel mache ich immer wieder gerne, weil es bei Toleranz darum geht, sie soll wehtun. Was meint man konkret damit? Es gibt zwei Definitionen eigentlich oder eher verwandte Definitionen der Toleranz. Eine von Rainer Forst, der letztes Jahr oder letztes Semester hier im Kollegium Generale war. Der sagt, Toleranz ist die Duldung des Abgelehnten. Also auf der einen Seite lehne ich etwas ab. Man kann sich das vorstellen, indem man sagt, meine Nachbarn, sie regen mich einfach auf. Ich mag sie nicht. Also ich lehne sie ab, aber von mir aus können sie alles machen, was sie denn wollen. Also es geht, auf der einen Seite hat man diesen Schmerz, man lehnt etwas ab, aber man versucht diesen Schmerz sozusagen zu überwinden. Eine etwas sanftere Definition geht auf die UNESCO zurück, die es seit 1997 gab, am Tag der Toleranz ist dies entstanden. Es geht um die Harmonie in der Differenz. Aber auch hier sieht man, es geht um Differenz. Also irgendwo ist etwas, was nicht einig ist. Ein schönes Beispiel für diese Harmonie in der Differenz ist eigentlich das, was es hier gibt, die Eidgenossenschaft. Es gab Differenzen. Man hatte unterschiedliche Sprachen, vielleicht unterschiedliche Vorstellungen und Werte. Und trotzdem ist man einen Verbund eingegangen. Also am Ende gab es vielleicht diese Harmonie in der Differenz. Man war sich vielleicht nicht immer einig, man mochte die anderen vielleicht auch nicht immer, aber man hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also diese Differenzen zu überbrücken. Konkreter, wenn wir nun diese Toleranzdefinition anschauen, wir sehen häufig in Zeitungsartikeln oder in der Literatur wird davon geredet, von Vorurteilen gegenüber Immigranten, von negativen Einstellungen. Die Toleranz ist eben das, die einen Schritt weiter geht. Toleranz hört nicht auf dabei, zu sagen, es gibt Vorurteile, es gibt negative Einstellungen, sondern sie fragt sich, was kann man damit tun? Wie geht man mit dieser Abneigung um? Und die Toleranz ist eigentlich an sich logisch inkonsistent, sagt man häufig. Wenn Sie sich das vorstellen, Sie mögen jemanden nicht oder eine bestimmte Gruppe, dann ist es logisch konsequent, wenn Sie sagen, diese Gruppe soll auch nicht bestimmte Rechte haben oder sollte am besten aus dem Land gehen. Das wäre logisch konsistent. Also eine negative Einstellung folgt einer negativen. Die Toleranz fordert jedoch von jemandem, dass man diese logische Inkonsequenz wahrnimmt. Also man sagt, ich habe eine Abneigung, aber von mir aus dürfen die Person oder diese Gruppe darf im Land bleiben, darf sich ausleben, wie sie wollen, aber ich bin ganz froh, wenn ich nicht unbedingt etwas mit dieser Gruppe zu tun habe. Es ist also eine bewusste Auseinandersetzung, weil, das ist auch noch wichtig, Toleranz ist zum einen, geht über die Vorurteile hinaus. Es ist diese Überwindung von Vorurteilen. Es ist nicht die Abschaffung. Es ist ganz wichtig, hier zu sagen, es ist eben nicht die Abschaffung.
Sie können sich vorstellen, es gibt in der Welt wird es immer so sein oder in einem Staat, dass man sagen kann, okay, man mag nicht jeden. Das lernt man vielleicht schon in der Primarschule, dass man sagt, ja, ich muss nicht jeden mögen und nicht jeder muss mich mögen. So sieht es auch in der Welt aus. Es ist einfach so, dass es immer wieder Konflikte gibt oder Unstimmigkeiten. Daher ist es wichtig, diese zu überwinden und eben die Vorurteile. Es geht darum, dass Vorurteile nicht ausarten, sondern dass man damit umgeht. Deswegen ist Toleranz die Überwindung des Vorurteils, aber eben auch die bewusste Auseinandersetzung und keine Ignoranz. Wenn man einfach sagen würde, mir sind die Gruppen in der Gesellschaft egal, dann ist man nicht tolerant. Dann ist man eben eher ignorant oder man ist bejahend. Zusammenfassend kann man hier sagen, eine Gesellschaft, in der es keine Konflikte geben würde, wäre eine Gesellschaft, die tolerant ist, vorzuziehen. Es gibt auch oft Personen, die vielleicht einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe angehören, die sagen, ich möchte nicht toleriert werden. Das ist eine wichtige Aussage, weil sie bedeutet, man möchte akzeptiert werden. Wenn ich toleriert werde, hat jemand eigentlich ein Vorurteil gegen mich. Um das konkreter zusammenzufassen, was ich gerade eben gesagt habe, ist es so, dass die Toleranz eigentlich zwei Stufen hat. Vorurteile wären eine Stufe. Wir haben hier die Komponente, die sogenannte Ablehnungskomponente. Also es muss erstmal eine Ablehnung da sein. Der Konflikt ist notwendig. Also man sagt, es gibt in der Gesellschaft eine Gruppe, die ich als störend empfinde, die mich aufregt vielleicht oder gegen die ich einfach ein Vorurteil habe. Das ist eigentlich, wenn wir uns die Ablehnungskomponente anschauen, das ist das, was wir oftmals unter Vorurteilen verstehen. Die Toleranz geht eben jetzt diesen einen Schritt weiter und fragt sich, okay, was passiert, wenn ich ein Vorurteil habe und das überwinden möchte? Es gibt sozusagen die Möglichkeit, dass man trotz dieser Vorurteile Personen oder Gruppen bestimmte Rechte zuspricht. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Wichtig ist eben hier, nur wenn beide diese Komponenten vorhanden sind, dann sprechen wir für Toleranz. Also das ist das, was sozusagen in diesem ersten Teil wichtig ist. Toleranz hat die Bedingung des Vorurteils und versucht, dieses zu überwinden. Nun ist es ja so, ich habe am Anfang gesagt, ich erzähle etwas darüber, wie es mit der Toleranz in der Schweizer Gesellschaft aussieht. Da ist es gut, zum einen jetzt zu wissen, was ist Toleranz, aber wir würden auch gerne wissen, wie konkret sieht das in der Gesellschaft aus. Als Sozialwissenschaftler machen wir das meistens so, dass wir Umfragen machen. Und das ist nun das Beispiel, wie man dieses zweistufige Konzept, was wir haben, in ein messbares Konzept umsetzen. Sie sehen hier zwei Fragen. Wir haben diese zwei Komponenten. Und jeder kann sich vielleicht mal für sich kurz überlegen, wie würden Sie auf diese erste Frage antworten? Gibt es in der Gesellschaft eine Gruppe, die Sie als störend empfinden? Das kann, wenn wir uns das jetzt anschauen, am Wochenende Hooligans vom FC Basel, vielleicht stören die mich. Oder vielleicht die lauten Kinder von nebenan, die Studenten, die nebenan wohnen, die nachts die Musik laut drehen, stören die mich? Könnte gut sein. Also es gibt viele Gruppen, die einen stören können. Und wenn man hier eine Gruppe nennt, dann ist die Ablehnungskomponente erfüllt. Die Gruppen können vielseitig sein. Heute geht es vor allem um die Personen, die Immigranten genannt haben. Und dann geht es um das Eigentliche. Es geht um diese Tiefe der Toleranz. Ich habe eine Gruppe genannt, die mich stört. Aber wenn Sie jetzt für sich selber überlegen, die Gruppe, die Sie sich vielleicht gedacht haben, die Jugendlichen von nebenan, das schreiende Kind oder Kinder an sich, man weiß es nicht, Hooligans, Radikale, Randständige. Würden Sie jetzt sagen, ja, eine Person dieser Gruppe kann von mir aus Lehrer in der Schule sein. Er kann von mir aus auch mein Nachbar sein. Oder vielleicht sogar ein öffentliches Amt bekleiden. Stellen Sie sich das einfach mal vor. Wie würden Sie das beantworten? Und je nachdem, wie Sie das beantworten, wie viele Rechte Sie zusprechen würden oder ablehnen würden, können wir definieren, wie tief Ihre Toleranz ist.
je eher sie diesen Schmerz, diese Ablehnung überwinden, also je eher sie drei Rechte zusprechen, desto toleranter sind sie. Ist natürlich nicht von Vorteil, wenn ich jetzt Ihnen erzähle, wie man tolerant wird, aber normalerweise in den Umfragen wissen die Befragten hoffentlich nicht so viel davon. Wie sieht das nun in der Schweiz aus? Welche Gruppen wurden genannt? Das ist ein Beispiel aus einer Umfrage, die wir gemacht haben. Das Wichtigste ist erstens, viele sagen immer bei solchen Umfragen, es nennt doch niemand eine Gruppe. Wir sehen hier, 62% haben eine Gruppe genannt und wir haben keine Liste vorgegeben. 62% ist spontan eingefallen, ja, ich mag Kriminelle nicht oder Drogenabhängige. Was aber wesentlich interessanter ist, womit wir uns heute beschäftigen, ist, 32% ungefähr haben Ausländer als Gruppe genannt. Um diese Personen geht es dann heute, weil wir uns eben mit Immigration und Integration beschäftigen und der Einstellung gegenüber Ausländern. 38% haben keine Gruppe genannt, aber eben die meistgenannte Gruppe sind Ausländer. Daher geht es nun um die Frage, wie sieht es denn aus? Sie haben Ausländer genannt und welche Rechte würden Sie nun diesen Ausländern geben? Die sind nicht definiert im Moment, das ist einfach die Gruppe an sich, Immigranten, Ausländer in einem. Welche Rechte würden Sie zusprechen? Wenn wir das pro Recht anschauen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, das öffentliche Amt, Lehrer sein, Nachbar sein, dann sehen wir schon mal einen kleinen Unterschied. Wir sehen den Röstigraben, so ein bisschen. Zum einen sehen wir, wenn wir diese Grafik anschauen, zwei Dinge. In der deutschsprachigen Schweiz wird eigentlich kein Recht mehr oder weniger bejaht. Also es ist alles so, sagen wir mal, zwischen 40% und 50%. Das ist recht ausgeglichen. Es gibt nicht so sehr den Unterschied, ob jemand sagen würde, naja, Nachbar, das ist zu eng in meinem sozialen Bereich, möchte ich nicht so gern. Oder öffentliches Amt ist vielleicht zu wichtig, da möchte ich eine Person dieser Gruppe nicht haben. Sondern es ist recht ausgeglichen. Was wir aber noch sehen, ist, dass es einen vehementen Unterschied gibt zwischen der romanischen Schweiz und der deutschsprachigen Schweiz. Und die Tendenz ist, dass in der romanischen Schweiz eher Rechte bejaht werden. Also das ist schon so eine erste Tendenz bei der Frage, wie tolerant ist die Schweizer Gesellschaft. Wir sehen Unterschiede und vor allem interessant ist, Lehrer an der Schule wird am wenigsten bejaht in der romanischen Schweiz und ein öffentliches Amt belegen am wenigsten in der deutschsprachigen Schweiz. Was uns jetzt aber eher interessiert, das sind die einzelnen Rechte. Die Frage ist nun, wie tief ist die Toleranz? Wie viele Rechte wurden insgesamt zugesprochen? Insgesamt Ausländern zugesprochen. Das sehen wir hier. Hier gibt es dieses Kontinuum zwischen vollkommen intolerant. Ich habe Ausländer als Gruppe genannt und habe dieser Gruppe kein einziges Recht zugesprochen. Also ich habe gesagt, nein, darf kein öffentliches Amt bekleiden, darf auch kein Lehrer an der Schule sein, darf am besten auch nicht mein Nachbar sein. Und was sehen wir hier? 31% haben kein einziges dieser Rechte zugesprochen, der Gruppe, die sie abgelehnt haben. Im Gegensatz dazu, diese vollkommene Toleranz, die vollkommene Überwindung des Schmerzes, wenn man es so will, das haben 25% der Befragten bejaht, alle drei Rechte. Die Frage stellt sich, wenn wir uns das anschauen, wie steht es um die Toleranz in der Schweiz gegenüber Immigranten? Im ersten Augenblick denkt man, sieht nicht so gut aus. Also es wurden mehr Rechte verneint als eigentlich bejaht. Deswegen stellt sich die Frage, woher kommt das? Woher kommt es, dass es mehr Intoleranz scheinbar gibt als Toleranz? Da stellt sich die Frage, ist die Toleranz in der Schweiz in Gefahr? Die Schweiz ist eigentlich so die Versinnbildlichung von dieser Integration. Was ich vorher gesagt habe, die Eidgenossenschaft, der Beginn sozusagen, war diese Harmonie in der Differenz. Wir haben eine konsensuale Demokratie, die Minderheitengruppen einschließt. Es gibt unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, die miteinander gut umgehen. Aber was ist in letzter Zeit passiert? Oder sagen wir mittlerweile schon fast in den letzten 20 Jahren? Es gab eine Tendenz, dass es vermehrt negative Einstellungen gibt. Es gab ein Aufstieg der SVP, einer rechtspopulistischen Partei,
Es gab immer häufiger Abstimmungen, die Migranten als Thema hatten, die Erfolg damit hatten, die DSI zuletzt nicht. Und es gibt in der Gesellschaft die Tendenz dazu zu sagen, die kulturellen Werte der Gesellschaft werden zerstört. Wenn wir jetzt an die letzten zwei Wochen denken, es gab die Diskussion um den Handschlag. Da kann man wieder sagen, kam das sehr häufig vor, die kulturellen Werte, also das, was man sich aufgebaut hat, vielleicht sogar liberale Werte, werden durch bestimmte Gruppen bedroht. Die Ausgangslage zu all dem sieht, hat wahrscheinlich schon jeder mal gesehen, folgendermaßen aus. Seit ungefähr Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gibt es einen stetigen Anstieg der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz. Man muss dazu auch immer sagen, dass ein Drittel ungefähr von diesen 25%, die es heute gibt, in der Schweiz geboren wurden. Also hier sind es wirklich diejenigen, die nicht die Staatsbürgerschaft besitzen. Die Frage ist, ist das der sogenannte Dichtestress? Es werden immer mehr und immer mehr und fühlt man sich deswegen immer mehr bedroht? Es gibt die wunderbaren Beispiele. Es ist das Dorf Hornbach-Buchen, das immer wieder auch nach der DSI im Berner Oberland in den Medien vorkommt, weil dort ist fast die höchste Zustimmung zu diesen, zur DSI als auch zur Masseneinwanderungsinitiative mit genau 3 Ausländern im Dorf. Es wird immer wieder gerne betont, man merkt die Enge, wie es hier steht, die Enge im weiten Tal. Also quasi die Luft bleibt weg zum Atmen, weil so viele auf einmal da sind. Es gab einen riesen Zustrom, weil man liest es überall. Man liest in den Medien, man hat das, was ich hier gezeigt habe, diese immensen Zahlen, die bergauf gehen und sagt sich, oh mein Gott, das kann niemand bewältigen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, es gibt dieses Dorf, das fast keinen Anteil an Ausländern hat und das immer sehr stark zustimmt. Aber wir sehen genauso, dass die Städte, die einen immens hohen Anteil, es gibt Gemeinden in der Schweiz, die 50% oder mehr Anteil an Ausländern haben, die stimmen aber gegen die Masseneinwanderung oder gegen die Durchsetzungsinitiative. Also irgendwo liegt hier ein Phänomen begraben. Auf der einen Seite die, die keine Ausländer haben, die eigentlich keinen Dichtestress haben, stimmen positiv und die anderen, die viele Ausländer haben, stimmen negativ. Es gibt letztendlich 2 Erklärungen dafür. Das wird in der Literatur gerne, oder es geht wirklich hier um diese Bedrohung, um den Konflikt, den man wahrnimmt. Es gibt, wenn wir das vorher gesehen haben, in den Medien wird gesagt, Zustrom an Ausländern wird immer größer. Auf einmal spürt man selbst, ja, es könnte knapp werden mit den Ressourcen im Land. Es könnte sein, dass auf einmal mein Arbeitsplatz bedroht ist, weil immer mehr in das Land kommen. Wer soll denn dann noch die andere Arbeit machen? Gleichzeitig sieht man vielleicht, dass eine Arbeitslosigkeit minimal ansteigt, aber man spürt diesen Wettkampf. Man sagt sich, ja, es gibt wie einen gewissen Druck von außen, es gibt eine stärkere Wahrnehmung auch der eigenen Identität, weil sobald unterschiedliche Identitäten aufeinanderprallen, wird einem wieder bewusst, ah ja, das sind unsere Werte, das ist unsere Einstellung und man sieht, welche Differenz es zu einer anderen Gruppe gibt. Dadurch kann es zu so einer ökonomischen Bedrohung kommen, auf der einen Seite, aber es kann auch zu dieser kulturellen Bedrohung kommen, weil man sagt, die eigene Identität, also durch diesen Kampf oder durch den Kampf um Ressourcen, der letztendlich sagt, wir vor allen anderen. Also man sagt, nein, nein, wir Schweizer müssen als erstes alles bekommen, bevor die anderen etwas bekommen. Also diese soziale Identität wird akzentuiert letztendlich. Und dadurch kann es durch noch mehr Bedrohung kommen und einen stärkeren Konflikt in der Gesellschaft. Was ist daher die Annahme? Je größer der Anteil der Migranten ist oder der fremden Gruppen, desto eher sollte es eben Intoleranz und diese Ablehnung in der Schweiz geben. Es gibt aber auch noch eine zweite Ausgangslage, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt nicht nur eine Ausländergruppe oder eine Immigrationsgruppe. Was wir in letzter Zeit vermehrt hören, ist die Tatsache, dass es unterschiedliche Ausländergruppen sind. Es ist nicht mehr so wie in den 60er Jahren, es kommen hauptsächlich Italiener oder Deutsche oder Franzosen in die Schweiz, das ist immer noch die größte Gruppe, aber die Zusammensetzung der Immigrationsgruppen wird immer diverser. Man muss sich immer mehr mit unterschiedlichen Kulturen auseinandersetzen.
Es war vielleicht mal so in den 60er Jahren, dass man gesagt hat, die italienische Kultur ist einem nicht so fern. Aber wenn wir es jetzt vergleichen, ob jemand aus Eritrea kommt oder aus Italien, fühlen wir uns wahrscheinlich einem Italiener näher. Weil wir wissen, welche Kultur dahinter steht. Es ist eine westliche Kultur letztendlich oder eine westeuropäische, wenn man so mag. Wobei auf der anderen Seite wissen wir recht wenig über die Kultur. Dadurch kann es eben zu einer anderen Art des Bedrohungsempfindens kommen. Also der Mensch an sich ist recht simpel gestrickt, muss man manchmal sagen. Man kommuniziert oder hantiert oder interagiert am liebsten mit Menschen, die einem sehr ähnlich sind. Das ist unkompliziert. Man weiß, wo der andere herkommt. Man muss sich nicht darum bemühen, welche Werte hat er. Man kann über etwas diskutieren. Man hat so ein bisschen diese Ahnung, ob das falsch oder richtig ist, dass wenn man sagt, ja, eine Person kommt aus einem bestimmten Land oder kommt aus Westeuropa, wir werden wahrscheinlich ähnliche Werte haben. Ähnliche liberale Werte vielleicht, ähnliche Einstellungen zu grundlegenden Fragen der Gesellschaft, zur Demokratie vielleicht. Wohingegen jemand, der aus einem Land kommt, das man selber nicht sehr gut kennt, wo man vielleicht etwas gehört hat, ist man sich unsicherer. Man weiß nicht, wo kommt diese Person her, welche Werte vertritt eine Person. Und dadurch kann es dazu kommen, dass man sich vielleicht in seinen eigenen Werten mehr bedroht fühlt. Und hier ist es eben auch noch so, das Phänomen, je fremder eine Person ist. Fremdsein heißt auch, es kann eine andere Religion sein. Es können unterschiedliche Werte sein. Es kann auch allein vom Phänotyp, also vom Aussehen herkommen, dass wir vielleicht eher Vorurteile gegenüber einer Person haben. Also ist die Annahme, nicht nur wie viele gibt es wie vorher, sondern je fremder die Gruppe ist, also je weiter weg sie von der eigenen Gesellschaft ist, von der eigenen nationalen oder sozialen Identität, desto stärker könnte diese Ablehnung sein. Aber, ich habe es am Anfang schon gesagt, was ist mit den Städten wie Zürich oder Genf, die wir gesehen haben, die bei Abstimmung eigentlich positiv stimmen, obwohl sie sehr viele Ausländer haben? Da gibt es eine andere Sichtweise und die heißt Kontakt. Was ich ganz am Anfang gesagt habe, Diversität kann auch eine Bereicherung sein. Diversität kann auch dazu führen, dass das Verständnis zwischen unterschiedlichen Nationalitäten größer wird. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen in Ihren Verein und auf einmal sind andere Leute da aus verschiedenen Ländern. Man spricht miteinander, man lernt auf einmal die Menschen kennen und lernt sie kennen von einer anderen Seite. Es werden vielleicht Vorurteile abgebaut, also man schlüpft sozusagen in die Haut des anderen rein. Man versteht, es sind nicht alle gleich, man versteht, wo kommen die Werte her und man findet vielleicht eine gleiche Ebene. Es gibt sozusagen einen Lernprozess. Wenn wir Kontakt haben und interagieren, kann es eben auch zu einem gegenseitigen Verständnis führen. Nicht nur auf der einen Seite, also nicht nur auf der Seite der Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch auf der Seite von Immigranten. Man muss von beiden Seiten wissen, wie tickt der andere. Und dieser Kontakt auf verschiedenen Ebenen kann dieser stattfinden, kann eben dazu führen, dass Diversität eben nicht zu Ablehnung und Intoleranz führt, sondern vielleicht zu Toleranz, weil wir anfangen zu verstehen, wo andere Personen herkommen. Zusammengefasst gibt es also die zentrale Fragestellung, die ganz am Anfang war, führt jetzt nun diese Diversität zu mehr oder zu weniger Toleranz? Gilt, je diverser und je fremder die Gruppe ist, desto negativer ist meine Einstellung, desto intoleranter bin ich? Oder gibt es die Möglichkeit, dass Diversität zu Kontakt führt und dadurch die Einstellungen positiver werden und die Gesellschaft an sich toleranter wird? Um das Ganze zu beantworten, wurde es ganz simpel gemacht, wie ich vorher gezeigt habe, anhand der Frage, ob man eine Gruppe ablehnt. Es wurden die ausgewählt, die Immigranten allgemein gesagt haben, diejenigen, die Immigranten aus den Balkanstaaten genannt haben und Muslime. Warum sind es hier ausgerechnet diese Gruppen? Weil es in der Umfrage, die ich Ihnen gezeigt habe, fast die Hälfte hat einfach Immigranten gesagt. Die andere Hälfte hat Migranten aus den Balkanstaaten genannt. Also es ist eine sehr große Gruppe, die anscheinend als störend empfunden wird. Wie wird das nun untersucht, ob Kontakt entsteht oder vielleicht Konflikt entsteht?
Das wird anhand des Anteils von Immigranten aus den Balkanstaaten als auch Muslimen in einer Gemeinde untersucht. Also hier geht es um 60 Schweizer Gemeinden zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern. Die sind ausgewählt, weil es hier auf kleineren Ebenen gibt es einfach mehr Kontaktmöglichkeiten. Oder eben man nimmt es eher wahr in einer kleinen Gemeinde, Horrenbach-Buchen ist das eine Beispiel, ob wie viele Immigranten da sind, ob es einen mehr stört oder weniger stört. Wie sieht das nun aus? Die erste deskriptive Analyse zeigt, es gibt einen Unterschied. Das ist das Gleiche, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und wir sehen schon, die Bereitschaft, alle drei Rechte zuzusprechen, je nach Gruppe, ob es Immigranten sind, Immigranten aus den Balkanstaaten oder Muslime, da gibt es einen Unterschied. Es scheint, wenn wir jetzt sagen würden, von links nach rechts wird die Gruppe diverser, wird sie fremder, wird sie vielleicht von der Kultur her anders, dann sehen wir, dass die Bereitschaft, alle Rechte zu verneinen, also vollkommen intolerant zu sein, wesentlich höher ist gegenüber Muslimen als gegenüber Immigranten allgemein. Was uns jetzt aber interessiert, ist, welchen Effekt hat es eigentlich, was passiert, wenn ich in einer Gemeinde lebe, in der es sehr viele Immigranten gibt? Und nehmen wir nun hypothetisch an, das ist das Lesebeispiel, der Anteil der Immigranten in der Gemeinde, in der sie leben, ist auf einmal von ganz wenig, von lediglich 2%, wächst auf einmal auf 50%. Es gibt scheinbar keinen Dichtestress, wie das hier gezeigt wird, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich Immigranten ablehne, sinkt um 18,3 Prozentpunkte, je höher der Anteil von Immigranten wird. Gleichzeitig werden sie vielleicht toleranter, wenn sie in so einer Gemeinde leben, aber sie werden lediglich toleranter gegenüber Immigranten allgemein. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie fremd die Gruppe ist, diese zweite Annahme, die es gab, dann kehrt sich das Bild ein bisschen. Auf einmal, wenn wir uns anschauen, sie leben in einer Gemeinde, in der der Anteil der Immigranten aus den Balkanstaaten zunimmt, dann steigt auch ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Gruppe ablehnen, um fast 35%. Und gleichzeitig werden sie dann auch intoleranter. Ein ähnliches Bild sehen wir bei den Muslimen. Dort steigt die Ablehnung um 11,4 Prozentpunkte. Bei der Toleranz haben wir leider kein Ergebnis, da es sehr wenige Fälle gibt. Aber man könnte vermuten, wenn wir das mit der Annahme einhergehen, dass die diversere Gruppe stärker abgelehnt wird, mehr Intoleranz ausgeübt wird, könnte man auch hier davon ausgehen. Das Fazit, um das kurz zusammenzufassen, was sagt uns das alles? Es sagt uns zu einem, mehr Diversität führt nicht zwangsläufig zu mehr Ablehnung oder zu mehr Intoleranz. Wenn wir es sehr allgemein betrachten, was das Gefährliche aber eigentlich ist, wo man quasi den Finger heben muss, ist, je diverser die Gruppe ist, desto stärker wird die Ablehnung, desto stärker wird die Intoleranz. Und die Problematik sehen wir. Wir sehen, dass die Gruppen oder Immigrationsgruppen immer diverser werden. Es gibt das Problem, die viele sagen, es gibt Flüchtlinge, dadurch wird auch die Einstellung gegenüber Flüchtlingen auf die gegenüber Immigranten projiziert. Sie werden alle noch als mehr diverser wahrgenommen. Was kann man tun, um das sozusagen zu ändern? Ein wichtiges Element ist eben Kontakt herzustellen. Wichtig wäre es auch, einer Segregation entgegenzuwirken. Also man sieht es häufig in Städten, dass es bestimmte Viertel gibt, wo mehr Ausländer leben als andere, bestimmte Gruppen zusammenleben. Es wäre wichtig, das zu trennen, dass man Kontaktmöglichkeiten aufbaut. Aber der wichtigste Kontakt, den es eigentlich gibt, ist vor allem in sozialen Vereinen, auf Gemeindeebene oder vielleicht in freiwilligen Organisationen. Ich möchte ganz zum Schluss noch kurz quasi einen Blick in die Kristallkugel werfen. Die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, es ist 2014, ist fast schon ein bisschen her, die Situation hat sich geändert. Was sagt uns das jetzt in Bezug auf die Flüchtlingskrise? Zum Ersten, Flüchtlinge sind nicht Immigranten. Das ist ein anderer Bereich. Das Problem ist aber hier die soziale Distanz,
die wir gesehen haben, die problematisch ist, die negative Einstellungen hervorruft, kann zu negativeren Einstellungen führen, weil wir recht wenig über die Migrations- oder die Flüchtlingsgruppen wissen. Wir wissen meistens, dass sie sehr homogen sind, dass es junge Männer sind, aber welche Werte dahinter stehen, wissen wir sehr wenig darüber. Man hat das Gefühl, es gibt einen massiven Zustrom. Die Frage ist natürlich immer, ist der wirklich so massiv oder nicht? Es wurde erst gesagt, die Schweiz nimmt 600 Flüchtlinge auf die Bevölkerung gerechnet ist das sehr wenig. Also wenn man sich fragt, wo sind alle, kann fast selten jemand sagen, ja, ich weiß es, das sind nebenan meine Nachbarn. Und was noch das weitere Problem ist, eigentlich der letzte Punkt, wir wissen aus der Forschung, in ländlicheren Gegenden, in Gegenden, wo es wenig Immigranten gibt, sind die Einstellungen tendenziell negativ. Und Flüchtlingsheime sind genau dort. Es wird also noch ein bisschen, das Feuer wird sozusagen angeheizt. Weil die Idee wäre an die Politik und im Sinne der Integration, dass Flüchtlingsheime oder eben gerade eine Integration in kleineren Gruppen stattfindet, nicht in großen Gruppen, sondern und auch näher an der Bevölkerung, die tendenziell auch eine positivere Einstellung hat. Und wie genau es dann Projekte zur Integration gibt, sehen Sie dann im zweiten Referat. Herzlichen Dank.